scary stories to tell in the dark feels grander than your normal horror movie. Stella! Andre is completely unafraid to go there for the scare. It's the fear of knowing there's something there, but not being sure exactly where it is. Thanks, Guillermo, for making us film in an actual haunted location. It was so fun coming onto set every morning and seeing what scary thing was going to be happening to me next. I'm very much into suspense-based horror. Augie, this isn't a joke. It's a corpse looking for her missing toe. So I want to let the audience know something's coming and then hold them hostage. And then he heard the voice again. How does the book know that? It's the fear of knowing there's something there, but not being sure exactly where it is. That fear is so universal. Harold story is great fun. There is always a fan base who really want to see that come to life. Tommy hated that scarecrow all his life. Harold was waiting for Tommy to get his revenge. To finally get to do a proper Halloween scene with a scarecrow chasing a guy through a cornfield, that's an iconic moment. Manche Menschen glauben daran, dass Geschichten wahr werden, wenn man sie nur oft genug erzählt. Dass sie uns zu dem machen, wer wir sind. Und das macht uns Angst. Leck mich, Harris. Willst du ein Geisterhaus sehen? Nach dem Verschwinden mehrerer Kinder wurden alle Türen verriegelt. Okay, ich hab's gesehen. Gehen wir jetzt wieder? Du bist so ein Feigling. Was ist das? Ein Buch mit Gruselgeschichten. Erzähl mir eine Geschichte. Was ist da los? Tommy ist verschwunden. Tommys Name stand in dem Buch. Das hängt nicht irgendwie zusammen, oder? Aber was, wenn alles, was in dem Buch steht, tatsächlich passiert? Oh nein. Orgi? Stella! Du bist in der nächsten Geschichte. Bitte sei vorsichtig. Es geht um eine Leiche, die ihren verlorenen See sucht. Wir haben etwas Böses erweckt. Ihr hättet das Buch niemals nehmen dürfen. Wir müssen es aufhalten. Hilf mir! Sarah Bellows Buch. Die Geschichten schreiben sich selbst und alles wird wahr. Der Gentleman wird kommen.